So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, den 27. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir einen Blick auf die Märkte uns gönnen und natürlich einen Blick auf die jüngst veröffentlichten Earnings Releases gestern Abend. Microsoft, Google, AMD beispielsweise, auch Robinhood hat Zahlen vorgelegt und ja, wir wollen einen Blick drauf werfen, wir wollen eine Einschätzung geben, ob sich da vielleicht heute potenzielle sogenannte Earnings Plays anbieten könnten. Also das bedeutet, ob ausgehend von diesen Earnings Releases sich da eventuell eine Trading-Gelegenheit eben abzeichnet. Gold ist zurück unter 1800 gerutscht. Gestern war kleiner Verfall, also Verfall an der COMEX. Tatsächlich an der CME, das könnte durchaus sein, dass dieser Flashout und dieses Halten unter der 1800er Marke verfallsbegünstigt ist, infolge eben eines erhöhten Open Interests an der Stelle und dann die entsprechenden Bullion Banks da einfach vermeiden wollten, in die Verpflichtung zu kommen, entsprechend Gold im jeweiligen Umfang eben auszuliefern. Ich habe gestern diese Price Action, ich habe das erst abends realisiert, ehrlich gesagt, dass das potenziell mit dem Verfall zusammenhängt. Infolgedessen ist auch meine Silberposition jetzt erstmal ausgestoppt worden. Wir sind auch aus dem Aufwärtstrendkanal gebrochen. Wir werden da gleich ein technisches Bild zu skizzieren, weswegen ich da jetzt derzeit dann eben wieder vielleicht auf eine Einstiegsmöglichkeit warte. Die potenzielle Bodenbildung, wie gesagt, mein bullischer Ausblick für in dem Fall Edelmetalle, also Gold und auch Silber, ist weiterhin auf jeden Fall gegeben. Bitcoin unter 60.000 gedroppt. Ganz interessant eventuell für den einen oder anderen. Und ja, der DAX, na, der wird wahrscheinlich nicht so spektakulär sein, ehrlich gesagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn wir jetzt die 15.700er-Region anlaufen, aber dass wir eher ein seitwärts Geschiebe zu sehen bekommen. Also eher eine horizontale Konsolidierung, bevor es dann früher oder später vielleicht zu dem nächsten Leg-up und Break über die 15.780, 15.800er-Region eben reicht. Das bedeutet also, actiontechnisch glaube ich, bekommen wir anderen Märkten gerade ein bisschen mehr zu sehen. Und demnach wollen wir uns da hauptsächlich auch auf Einzeltitel fokussieren, weniger eigentlich auf den DAX als solchen. Bevor wir ganz offiziell starten, natürlich wie gewohnt einmal der Blick hier auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und ausgehend von diesem Umstand mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil entscheidet man, ob man sich für den Handel mit diesen Produkten eignet. Falls ja, dann kann man sich auf markets.com/de eine Demo runterladen, kostenlos, risikofrei mit dem Handel beginnen. Wenn man dann feststellt, das liegt einem, dann ist der Weg zum Live-Konto ebenfalls natürlich möglich. Multi-Asset-Brokerage, Stichwort bei markets.com. Das bedeutet also etwas anderes von mir. Neben Devisen, CFDs habt ihr auch die Möglichkeit, längerfristige Engagements eben in beispielsweise physischen Aktien, ETFs und dergleichen einzugehen. Dann ungehebelt alle Informationen, wie gesagt, auf der Webseite markets.com/de. Dort auch gerne eine E-Mail schicken dann an die Elena für weitere Informationen rund zur Markets-Produktpalette. Habt ihr Fragen rund um die Märkte, jederzeit gerne mich kontaktieren, sei es via der Chatbox now während des Live-Events, also jetzt während des Live-Events hier im Stream, sei es aber auch unterhalb des Videos, sei es via Twitter, sei es via E-Mail jklat@jk-trading.com oder sei es über meine Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr täglich eine Trading-Chatbox und könnt euch mit auch Gleichgesinnten natürlich zum Thema Trading austauschen. Darüber hinaus könnt ihr gerne natürlich auch mir Fragen stellen. So, das wäre es im Hinblick auf die Einführung gewesen. Wir switchen einmal hier rüber in die Markets X Handelsplattform. Ich räume ein bisschen hier im Hintergrund auf, guck mal ganz kurz, ob das auch an die Bildschirme der Welt da draußen alles fein gestreamt wird. So, hier sieht es schon mal gut aus. Gucke ich hier nochmal ganz kurz. Hier sieht das auch gut aus. Ja, sehr schön. An alle diejenigen, welchen bei Twitter sage ich schon, nicht Facebook, wie heißt der andere Kanal? YouTube. Bei YouTube. Wenn ihr Schwierigkeiten haben solltet, bis jetzt ist es immer so gewesen, dass bei Twitch nie Schwierigkeiten aufgetreten sind, obwohl das eigentlich dieselbe Softwarelösung ist. Mal gucken, warum, wieso, weshalb, dass der Grund ist. Hier ist einmal der Twitch-Kanal, wo dann auch das Morning Meeting gestreamt wird. Abonniert auch gerne den Kanal, dann verpasst ihr keinerlei Events, also Morning Meetings. Ich habe über kurz oder lang mal geplant, da vielleicht auch ein bisschen mehr zu machen, noch bei Twitch mal gucken, ob dort auch eine größere Reichweite dann noch besteht. Allerdings, wie gesagt, das steckt noch in den Kinderschuhen, meine Gedanken dort. Deswegen erstmal nur so weit jetzt an der Stelle. Morning Meeting, wie gesagt, läuft auch über Twitch. Da habt ihr die Möglichkeit, den Ausführungen meinerseits hier zu folgen. Ja, wird alles gut gestreamt, soweit ist schon mal fein. Also, jetzt machen wir hier, werfen wir einen Blick auf den DAX und die jüngste Price Action. Dieses, wie gesagt, leicht bärische Driften, so nenne ich es mal, was wir hier zu sehen bekommen. Alles in allem sehr, sehr volatiler Handel.
Wir sehen jetzt einen Versuch hier unter die 15.700er Marke zu rutschen. Ich sehe übrigens gerade. Nein, alles gut. Okay, jetzt, ich war gerade so ein bisschen irritiert, aber hier, da war der Spike. Genau, um 9 Uhr hier in der Kasse. Also Open Range hier mit den zwei horizontalen violettfarbenen Linien eingefangen. Aktuelle Konsolidierung unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Das ist dieser gleitende Durchschnitt, den wir hier sehen können. Wir könnten oder ich würde jetzt ausgehend davon den Vorteil zunächst auf der Short-Seite sehen, muss allerdings gestehen, durch das übergeordnete Bild, was wir hier haben auf H1 oben rechts und dieses weitere Treiben innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals hier auf Stundenbasis, sehe ich den Vorteil eher auf der Long-Seite. Klar, ein kurzes Flush-Out-Szenario, vielleicht nochmal in Richtung der gestrigen Ausbruchregion. Das ist vielleicht auch ein bisschen tiefer noch. Also nicht nur die gestrige Ausbruchregion, sondern vielleicht unter die 15.7, welche uns dann in Richtung vielleicht auch der 15.600er-Region noch führt, ist natürlich eine Option. Allerspätestens dort findet man, glaube ich, aber Chance-Risiko-Verhältnis technisch doch eine sehr, sehr attraktive Gelegenheit, sich long zu positionieren. Mein favorisiertes Szenario ist eher, dass wir jetzt in den Folgestunden hier ein Seitwärtstreiben zu sehen bekommen. Zwischen 15,87, 15,8 nach oben und 15,7 eben nach unten. Wir können schon hier sehen, eine Attacke findet zwar statt, jetzt pendeln wir um die 15,7. Mal gucken, vielleicht überraschen uns gleich die Bären mit einem etwas aggressiveren Versuch, aber alles in allem kommt hier ein bärischer Impuls bereits jetzt in Gefilden um 15,7, wenig überraschend eigentlich zum Erliegen. Und ich käme mir jetzt, also ich wäre wirklich überrascht, wenn wir hier große Volatilität zu sehen bekämen, beziehungsweise besonders, wenn wir jetzt eher einen stärkeren bärischen Impuls zu sehen bekommen. Die relative Stärke, die ist weiter im übergeordneten Markt auch ganz klar ausmachbar, trotz anziehender Zinsen. US-Equities sind weiter auf dem Vormarsch. Also wir können zum Beispiel hier in dem Zusammenhang den S&P sehen, der im Bereich seiner Allzeithochs konsolidiert. Gestern einen kurzen Schub auf neue Allzeithochs zu sehen bekommen. Hier 26. Das war gestern. Da bis in Gefilde um 4.600 Punkte. Kleiner Rücksetzer. Kleiner Rücksetzer ist wirklich klein. Das ist noch nicht mal 1% Rücksetzer. Wir sind im Tief gehandelt worden bei rund 5,70. Das sind 30 Punkte. 25, 30 Punkte von den Hochs. Also das heißt, auch die Volatilität ist langsam auf dem Rückzug. Parallel dazu können wir sehen, dass der VIX, der Volatilitätsindex, sich unterhalb von 20 Punkten stabilisiert, was auch ein Indiz dafür ist, dass der Markt mehr und mehr Complacency, also selbstgerecht so wird, beziehungsweise sorgenfrei sich präsentiert. Ich will mal ganz kurz in dem Zusammenhang was zeigen, was ganz interessant ist, was das unterstreicht, und zwar einen Tweet, da bin ich gestern drüber gestolpert. Ist ein sehr, sehr bärischer Marktteilnehmer, deswegen Skeptiker auch im Hinblick auf die aktuelle Geldpolitik seitens der Fed. Hier ist er. Also, der ein oder andere bezeichnet ihn gerne als sogenannten Perma-Bär. So, Sven Hendrik ist das hier an der Stelle. Der ist auch häufiger mal bei CNBC mit Einschätzungen. Und was der hier gemacht hat, da bin ich gestern zufällig drüber gestolpert, was der hier gemacht hat, ist im Grunde genommen, dass der sich das Verhältnis anschaut zwischen der Volatilität im Markt, also VIX, und dem S&P, die beiden einfach ins Verhältnis setzt. Und was er hier herausstellt, ist, dass er historisch noch nie solch ein, also dass sich historisch noch nie ein derartig niedriges Verhältnis eben präsentiert hat. Also sprich, Volatilität in Relation eben zum S&P. Dass die Vola so niedrig war, trotz derart hoher Equity-Stände. Also das heißt, der S&P sich um 4.500, 4.600 Punkten stabilisiert und zeitgleich eben entsprechend der VIX sich derart niedrig präsentiert. Und was man eben auch erkennen kann, ist, dass solche Verhältnisse nicht selten dann, früher oder später, durch sehr, sehr scharfe Gegenbewegungen eben aufgelöst worden sind. Also das ist jetzt allerdings eine Betrachtung, wie gesagt, die erwartet man von ihm auch als, wie gesagt, Perma-Bär, als jemand, der immer, also der auch sehr skeptisch ist im Hinblick eben auf die Notenbankpolitik seitens der Fed, die Nachhaltigkeit in Frage stellt, der auch absolut valide Punkte vorbringt, aber das ist dann so eine Sache. Also das mag zwar übergeordnet irgendwann mal früher oder später vielleicht eintreten, aber für uns als Trader ist das nicht wirklich einen Mehrwert eigentlich versprechend. Also desto länger du in den Märkten unterwegs bist, desto interessanter ist es sich selbstverständlich, solche Betrachtungen mit einfließen zu lassen, das im Hinterkopf zu behalten. Aber für uns als aktive Trader, die jederzeit long als auch short traden, gilt es halt einfach einen entsprechenden Vorteil zu identifizieren und dann ausgehend von diesem Vorteil sich eben im Markt zu positionieren. Und das möglichst auch in liquiden Umfällen natürlich, um die entsprechenden Chance-Risiko-Verhältnisse, die man dann dort auch für sich behält,
berechnet, ausgehend von seinen Setups, Querstrich seinen Trade-Hypothesen, eben einhalten zu können. Und demnach ist das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es ist aber dennoch etwas, was einfach mal zeigt, in was für einem teilweise doch schon sehr selbstverständlichen Modus wir uns bewegen. So möchte ich das vielleicht an der Stelle mal bezeichnen. Und dass das früher oder später mal begünstigt, dass es auch eine schärfere Korrektur gibt. Ich muss allerdings auch wiederum gestehen, wir sind, auch das zeige ich vielleicht mal ganz kurz dann, einen Moment, Stichwort Verfallstag-Diagramm. Wir schauen jetzt nicht auf den Verfall, sondern wir schauen uns in dem Zusammenhang die saisonalen Charts an. Jetzt kommen wir vom S&P zurück auf den DAX, aber die Korrelation ist natürlich gegeben. Also nur, dass man da versteht, wo ich jetzt da diese Betrachtung herhole, beziehungsweise weswegen der DAX ich da ganz interessant finde. Wir haben hier den DAX zum Beispiel angefangen ab 1988, also seit Auflage des DAX Performance Index. Und wir haben jetzt Oktober, dann November, dann Dezember. Das sind historisch, klassisch, saisonal sehr, sehr bullische Umfelde. Stichwort Jahresendrallye und dergleichen. Wenn es denn dann mal früher oder später volatiler wird, glaube ich, ist unsere größte Chance, dass wir das irgendwann nächstes Jahr im Februar zu sehen bekommen. Also Februar, März, dass das eventuell wieder so einen leichten Top-Out-Bereich dann irgendwie anstrebt. Bis dahin, glaube ich, ist man gut bedient, hier eher dem klar auszumachenden bullischen Momentum zu folgen und die Long-Seite eben zu favorisieren. Davon auszugehen, dass diese Betrachtung, dieses potenzielle Extrem, was wir hier zu sehen bekommen, zunächst einmal sich noch früher oder später extremer darstellt. Also das heißt nicht, dass die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturbewegung nicht gegeben ist, aber nichtsdestotrotz sollte man eben in Bezug auf die Erwartungshaltung hier einer kurzfristigen Korrektur die Bäume nicht unbedingt in den Himmel wachsen sehen. Es wird der eine oder andere sagen, oh, guck mal, aber hier, wir haben noch jetzt diese Trendlinie, diese potenzielle gebrochen, das ist absolut richtig. Das heißt, das jüngst jetzt auf den Weg gebrachte bullische Momentum seit den letzten oder innerhalb der letzten zwei Wochen kommt jetzt so ein bisschen zum Erliegen. Aber das impliziert nicht, dass es jetzt hier eine scharfe Korrektur geben muss, sondern die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, meiner Einschätzung nach, dass wir eher seitwärts auf hohem Niveau konsolidieren, um dann früher oder später eben das nächste Leg-Up zu sehen zu bekommen. Und das ist auch etwas, was mich dann im Hinblick auf den DAX eben zu dem Schluss kommen lässt, dass ich sage, ich erwarte jetzt eigentlich eher, dass wir hier seitwärts gegen diese Aufwärtstrendkanalbegrenzung driften. Das höchste der bärischen Gefühle in Anführungsstrichen ist noch, dass wir vielleicht einen Leg-Down zu sehen bekommen, was uns nochmal einen Retest der 15.600er Region beschert. Aber ich denke, wir sollten in dem Zusammenhang wahrscheinlich nicht die dynamischste bärische Action unbedingt erwarten, sondern in dem Fall dann eine relativ gemächliche Abwärtsdrift. Am ehesten ist es so, dass wir wahrscheinlich eher seitwärts ausdriften. Vielleicht, wie gesagt, einen leichten Drive auf der Unterseite haben. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt aggressiv long sein gegen die 15.7. Also nicht, dass man das irgendwie missinterpretiert, sondern da würde ich gerne sehen, dass wir eben dann den EMA 50 zurückerobern, dass wir uns oberhalb halten können. Nichtsdestotrotz von der Short-Seite, da würde ich die Chance-Risiko-Verhältnisse nicht so attraktiv eben tatsächlich erachten. Nicht, dass ich sie besonders attraktiv für die Long-Seite erachte, aber genau das unterstreicht eben das, was ich initial schon sagte, dass es wahrscheinlich interessantere Märkte gerade gibt, als eben in dem Fall Equity-Indizes bzw. den DAX. Der war jetzt jüngst interessant. Er hatte auch gestern nochmal hier mit seinem bullischen Breakout auf neue Hochs, hat er eine Möglichkeit geboten, sich long zu positionieren. Das von mir am interessantesten betrachtete Szenario, was allerdings dann auch erstmal auf den Weg gebracht werden müsste, wäre, ich zeichne das mal ganz kurz hier ein. Ich nehme dafür oben mal den 5-Minuten-DAX hier. Das wäre, dass wir den EMA zurückerobern, also oberhalb uns stabilisieren und dann hier in die Gefilde der gestrigen Hochs laufen. Knappe Konsolidierung unterhalb zu sehen bekommen und dann eben einen kurzen Pop. Also das heißt, so ein potenzieller Momentum-Scalp vielleicht, der sich dann dort in irgendeiner Form herauskristallisiert, knapp unterhalb hier dieser Hochs, die wir gestern ausgebildet haben. Also knapp unterhalb konsolidieren, enge Range ausbildend, gegen dann die untere Range-Begrenzung, sofern sich dieses Szenario darstellt, entsprechend riskieren mit einem Buy-Stop-Break über die 87 an der Stelle. Und dann würde ich einen kurzen Pop über die 800, 820, 830 eventuell hier oben erwarten. Das entspricht dann roundabout einer Chance hier an der Stelle von 50 Punkten. Das Risiko, müsste man natürlich gucken, wie weit so eine Range ist, aber sobald die Range 20 Punkte, vielleicht 25 Punkte beträgt, haben wir eben hier an der Stelle ein CAV von 2:1 Minimum und das könnte einen solchen Trade rechtfertigen. Da sieht man aber auch eben tatsächlich schon, solch ein Szenario willst du erst, so eins muss ich erstmal herauskristallisieren. Und derzeit sieht es nicht danach aus, also erstmal die 15.7 halten,
eh mal zurückerobern, trifft in Richtung Konsolidierung unterhalb. Und wenn all das erfüllt wäre, dann hätte ich hier ein potenzielles Setup, was ich eben dann im Zusammenhang mit dem DAX für einen kurzen Spritzer über die 15,8, also beziehungsweise diese Hochs hier 15,87 eben handeln wollen würde. Bis dahin, wie gesagt, eher wahrscheinlich, dass wir so eine Abwärtsdrift sehen, irgendwann wieder eine Aufwärtsdrift sehen und dass wir irgendwie hier im Bereich 15.700 rund gesprochen, vielleicht ein bisschen großzügiger, 15.650 eben und 15.87, 15.8 nach oben eben seitwärts ausdriften. So, ja, das also im Hinblick auf den DAX. Mal gucken, vielleicht liefern die nächsten Minuten da noch ein bisschen interessantere Action. Kurzer Blick auf den S&P. Das ist eine interessante Frage. Also von Jürgen, der fragt nämlich, gibt es keine Abschussgefahr für Indizes, vor allem in den USA, sollte nicht demnächst gemäß diverser Chartbilder, sollte es nicht eine Rotation geben von Growth, also von Wachstumstiteln in Value-Titel, beispielsweise eben auch dann Edelmetalle. Ich will an der Stelle sagen, ich wäre jetzt nicht unbedingt traurig drum, wenn es solch eine Rotation gäbe. Denn ich persönlich bin ja verhältnismäßig bullish für Edelmetalle. Und das würde sich natürlich dann auch da in diesem Zusammenhang widerspiegeln. Allerdings glaube ich, dass die Analogie zu China da nicht gezogen werden sollte. Also zumindest gegeben den aktuellen Informationen. Das kann sich natürlich durchaus verändern. Dann müssen wir das Bild neu bewerten. Aber ich glaube, die Besonderheit in China ist gerade, dass wir dort eine ähnliche Entwicklung. Also ich bin nicht so tief in der Materie drin, dass ich da jetzt Details liefern könnte. Aber es erinnert irgendwie entfernt mindestens an die Entwicklung, die wir damals zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Russland zu sehen bekommen haben, als Wladimir Putin im übertragenen Sinne sich mit diversen Oligarchen und Milliardären eben angelegt hat, deren Macht und deren Einfluss auch dann politische Entscheidungen hinsichtlich des Kremls eben wuchsen und wo dann entsprechend eben Gegenmaßnahmen, Repressalien und dergleichen die Folge waren und es dann eine ja, Bestrafung oder eine restriktivere, nenne ich sie mal, ja, repressivere Politik auch gegenüber diesen Oligarchen eben gab, wo dann eben entsprechende auch News über den Ticker liefen, der ein oder andere erinnert sich ja noch. Jetzt habe ich aber den Namen vergessen. Ein Moment, wie hieß denn der? Litvinenko? War der das? Ja, so hieß der Herr nämlich. Litvinenko. So, das, ganz kurz das Bild dazu vielleicht. Der ein oder andere, der erinnert sich dran. Das lief, also ich zumindest, ich habe das noch relativ präsent vor Augen. Das war ein Bild, welches hier in den Medien hoch und runter lief, also in der Bildzeitung auch zum Thema war, wo wir dann entsprechend hier diesen Giftanschlag gesehen haben. Das war mit, was war denn das? Irgendwie irgendein radioaktiver Stoff, wobei jetzt natürlich jetzt kommt der Verweis hier, naja, war der denn wirklich, also der ist ermordet worden mit eben einem radioaktiven Stoff, dem er da ausgesetzt worden war. Der ist allerdings jetzt kein Oligarch in dem Sinne, aber diese Kampagnen, die dann da gefahren worden sind, die sind eben auch, die haben sich dann auch bei Kritikern des Kremls und dergleichen eben bemerkbar gemacht. Und der Herr hier, der war ein ehemaliger, mal gucken, ob der deutsche Artikel da noch ist. Hier kann man sehen, 23. in London, russischer und später britischer Nachrichtendienstler, ja, Offizier des KGB gewesen und dann beziehungsweise seines russischen Nachfolgers und 2003 als Überläufer Informant des MI6. Später traf er als Kritiker von Wladimir Putin und Buchautor in Erscheinung. Und das ist genau der Punkt hier, da kommt nämlich der entscheidende Punkt. Der wurde von einem russischen Oligarchen namens Boris Abramowitsch Beresowski unterstützt. Und also, das ist in diesem Zusammenhang eben,
durchaus, dass man da beginnen könnte, Parallelen zu ziehen. Also wir schweifen jetzt so ein bisschen ab von der eigentlichen Frage, Parallelen zu Russland, zu China aktuell und möglicher Rollover. Das, was wir gerade da zu sehen bekommen, in China im Hinblick auch auf den Growth-Sektor beziehungsweise Entwicklung rund um, wie heißt denn der? Jack Ma beispielsweise, Alibaba, aber auch diese Entwicklungen zum Beispiel im Hinblick auf den Ausbildungsbereich, Online-Ausbildungsinhalte, die über Plattformen wie zum Beispiel TAL oder Edu, ist dann das Kürzel an der Stelle, eben dann sich bemerkbar machen. Das sind potenzielle Schläge seitens der chinesischen Politik, um eben diesen machtgewinnenden Milliardären, sehr, sehr reichen Unternehmern eben Grenzen aufzuzeigen. So würde ich das mal interpretieren. Um die Gefahr abzuhalten, dass es dort vielleicht zu einem Spillover kommt und dass in irgendeiner Form die Macht an der Stelle der kommunistischen Partei in China eben unterminiert wird. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob da wirklich in dieser Konstellation sich Parallelen zeigen lassen. Also ich glaube, die Abschläge hier, die wir in China, im chinesischen Aktienmarkt sehen, die sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es eben diesen sich etablierenden Konflikt jetzt zwischen eben ja, Milliardären, Querstrich Oligarchen in China gibt und eben der chinesischen Partei, ähnlich jenen Verwerfungen, die wir, wie gesagt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts spätestens sich dann haben eben widerspiegelt gesehen, wie beispielsweise in Russland mit eben Putin und dann diesem Zug, der dort gegen die Oligarchen auf den Weg gebracht worden ist. Also demnach, ich würde da nicht in dieser Konstellation unbedingt eine Parallele ziehen, wobei natürlich der Hinweis, ich will mal ganz kurz was gucken, ob ich da was zu finde. Ich habe das natürlich jetzt nicht vorbereitet, deswegen muss ich mal ganz kurz hier schauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da sogar noch eine ganz interessante Grafik vielleicht habe. Ich will mal kurz gucken, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nämlich, ich habe zum Thema Growth Value. Jüngst noch was. Zum Thema gemacht. Ja, jüngst ist gut, das ist fast schon ein halbes Jahr her. Ich weiß auch, ich habe da eine Grafik damals gehabt. Wir müssen jetzt mal gucken. Ja, jein, ja. Mal kurz überlegen. Okay, wir machen mal kurz Folgendes. Guck mal eben, ob das was wird. Hier ist der Growth ETF. Und hier haben wir den. Gucken, ist das nicht ein Value ETF? Einen Moment, ich guck mal ganz kurz, ob ich das Ticker-Symbol hier finde. iShares Value ETF. Was ist das Ticker-Symbol von dem? Kurz gucken. MVL? Moment. Moment, Moment. Value ETF. Value Investing. Da gibt es nämlich mehrere, deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Suchen. IWV könnte, ah, IWC nicht, IWV, Russell, ja, nee, eigentlich nicht, ja, trotzdem, wir gucken einfach mal, wir gucken mal, vielleicht, also was wir auf jeden Fall erkennen können, ist, dass es eine Outperformance von Growth. Wir können das auch mal auf Wochenbasis vielleicht sogar einfangen. Seit geraumer Zeit gibt. So, eine Woche. So. So, das geht jetzt mal zurück hier bis 2010. Und jetzt comparen, Vergleich. Mal gucken, vielleicht, ich gebe einfach mal Value ETF ein. Value ETF? Ah, Principal Value ETF. Nee. iShares Value, mal gucken, vielleicht so. iShares Value. Ja. Dann nehmen wir den. Das passt schon.
Also was man hier erkennen kann, ist, also wir seit nunmehr eigentlich jetzt, ja, fast schon 7, 8 Jahren, eine Outperformance eben des Value-Bereichs, des Growth-Bereichs gegenüber dem Value-Bereich sehen. Das zieht sich eigentlich schon seit nunmehr einer Dekade und es kam zu einer sehr, sehr deutlichen Outperformance. Hier die Candles, die fangen übrigens den Growth-ETF ein. Also das heißt, der besteht aus größtenteils Wachstumsaktien, die den eben abbilden. Und in Orange haben wir entsprechend eben hier den Value-ETF. Und das gab eine dramatische Outperformance, besonders dann post der Pandemie. Und logischerweise sieht diese Extension jetzt mittlerweile so teilweise absurd aus, möchte ich mal fast sagen. Also ich habe jetzt mal hier, ich gucke mal ganz kurz in den Vortrag von damals, Value is cheap compared to Growth, habe ich da geschrieben. Das war ein englischer Vortrag, den ich da gehalten habe. Bis zwischen 2010 bis 2020 hat Value, also die orangefarbene Linie hier, den Growth ETF um rund 6,1% underperformed zwischen 2010 bis 2020. Wenn man allerdings die Betrachtung über die letzten 100 Jahre sich anschaut, dann kann man sehen, dass Value im Schnitt pro Jahr Growth um 3,19, 3,2% outperformed hat. Das bedeutet also, wir sehen aktuell eine massive Underperformance im Value-Bereich und erwarten folglich früher oder später etwas, das man als sogenannte Mean Reversion bezeichnet. Also das heißt, wir erwarten an dieser Stelle, dass es zu einer natürlichen Rückentwicklung kommt, dass Value jetzt Growth outperformt. Allerdings muss ich an der Stelle eben tatsächlich sagen, vor dem Hintergrund, dass es so offensichtlich ist, bin ich mir nicht sicher, ob das aktuell nicht eine sehr, sehr aggressive Bet wäre, tatsächlich darauf zu warten, also eine Wette wäre, auch wenn sie meinem grundsätzlichen Erwartungshaltung entsprechen würde. Wir erinnern uns dran, ich hatte gestern diese Grafik hier gezeigt gehabt. Eventuell ist genau diese Skepsis es, die aktuell genau dann dazu führt, dass wir eine ähnliche Entwicklung eben hier zu sehen bekommen, wie wir sie von 99 2000 zu sehen bekommen haben. Ähnliche Aufwärtstrendkanalstruktur, dass es da nochmal so einen massiven Schub eben auf der Oberseite, in dem Fall im Nasdaq gibt, der natürlich aber größtenteils aus Growth-Titeln besteht und dass es erst nochmal eine massive Beschleunigung dieser Bewegung gibt, bevor es dann zu einem Reversal kommt, eventuell. Und ich kann die Argumentation voll und ganz nachvollziehen, aber aktuell gibt es noch keinerlei Anzeichen, die darauf hindeuten. Und saisonal, denke ich mal, spricht vieles dafür, dass wir eher davon ausgehen sollten, dass wir eben hier kurz davor stehen, nochmal etwas obendrauf zu packen, in Anführungsstrichen, diese Jahresendrallye jetzt verfrüht im Grunde genommen begonnen haben einzuleiten und entsprechend eben eine weitere bullische Performance dann seitens auch Growth-Titel vielleicht sogar explizit erwarten dürfen, was sich ja auch widerspiegelt beispielsweise im aktuell deutlich ausmachbaren Chase, in Anführungsstrichen, den wir in Tesla zum Beispiel zu sehen bekommen. Also Tesla hat gestern ja nochmal auf der Oberseite bullish performt. Hier ist nochmal oben links ein 5-Minuten-Chart. Und dieses von mir skizzierte bärische Bild, das wurde oder wird jetzt ein Thema, nachdem wir eben diese Trendlinie haben brechen können. Aber zum Opening gab es da erst nochmal einen sehr, sehr starken Opening Drive, der uns gezeigt hat, die 1020 tatsächlich konnte deutlich gehalten werden. Und wir haben hier nochmal eine Beschleunigung auf der Oberseite gesehen, die natürlich jetzt beginnt, spekulativen Exzessen nahe zu kommen, kurzfristig jedenfalls. Also das, was wir hier zu sehen bekommen in Tesla an dieser Stelle, ich glaube, ich hatte das gestern auch in der Discord-Community geschrieben, ich will mal ganz kurz gucken, wo ich dann schrieb, dass das eine potenzielle sogenannte Gamma-Squeeze ist. Habe ich das hier geschrieben? Was erstaunlich ist, Snap hatte ich. Ach so, da, ja, da habe ich es geschrieben. Hier ist einmal die Discord-Community. Da hat Goldschenk hier geschrieben, Tesla ist völlig am Eskalieren. Ja, das war dann genau zu diesem Zeitpunkt, als wir hier nochmal auf der Oberseite Schub gesehen haben. Und ich habe hier dazu geschrieben, wenn du mich fragst, ist das eine Gamma-Squeeze. Also das heißt, dass durch den Optionsmarkt getragen wird und dass eben hier jetzt ein physischer Absicherungsbedarf beginnt zu entstehen seitens der Stillhalter, die kontinuierlich im Grunde genommen jetzt Nachfrage auch im physischen Bereich auf den Weg geben. Umgesetzt dem Fall, dass wir weiter in diese Squeezing-Bewegung sind, Stücke dazu haben, sollte dann seitens der jeweiligen Optionskäufer an dieser Stelle Material vorhanden sein. Und das ist dann so ein sich selbst beschleunigender, begünstigender Effekt an dieser Stelle. Ich gebe ganz kurz hier nochmal ganz einmal den Link. So, da könnt ihr euch gerne auch mit uns austauschen. Neuen Link generieren, kein Limit, genau. So. Discord.
Demnach, ich glaube nicht, dass das unbedingt eine fundamentale Entwicklung ist, aber was sie eben zeigt, ist, dass aktuell, ob jetzt spekulative Exzess oder nicht, die Frage nach solch stark wachsenden Titeln wie beispielsweise Tesla an dieser Stelle weiter ganz klar gegeben ist. Auch wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit mehr und mehr wächst, dass es da kurz oder lang mal zu einer Korrekturbewegung kommt. Ich würde mal sagen, mal schauen, wie wir heute reinkommen, aber sobald wir die 1000 droppen, also das heißt diesen Bereich um die gestrigen Tagestiefs, könnte das durchaus zu einem stärkeren Abwärtsimpuls führen, der uns dann über kurz oder lang auch zurück in Richtung der 900er-Region führt. Also wir stehen da eventuell vor einer etwas schärferen Korrektur, sofern die 1000 gebrochen wird. Wenn wir uns oberhalb halten können, also wenn wir dieses Bewertungsniveau hier aktuell beginnen können zu akzeptieren, dann wiederum ist das eventuell eine Konsolidierung, wo das nächste Leg-up infolge einer jetzt nochmal Jahresendrallye eventuell dann uns nochmal weiter auf der Oberseite treibt. Also während ich zwar einerseits den Gedanken, wie gesagt, Rotation von Growth in Value nachvollziehen kann und das auch durchaus ein Szenario ist, was ich auf dem Schirm habe, ist diese Price Action, die wir jetzt aktuell gerade hier zu sehen bekommen, beispielsweise in so stark wachsenden Titeln wie beispielsweise Tesla, eigentlich eher ein Indiz, dass wir eher noch damit rechnen sollten, dass Growth auch weiter eine potenzielle Outperformance eben gegenüber Value in der Lage ist, auf den Weg zu bringen. Das führt uns ja tatsächlich schon in den Equity-Bereich, beziehungsweise in jenen Bereich, der dann heute eine Rolle spielen könnte. Ich guck mal kurz, habe ich AMD hier offen? Nee, habe ich noch nicht. Okay, einen Moment. Dann machen wir AMD mal kurz auf. Und parallel dazu. Oh, jetzt habe ich mich verklickt, ne? Ja, habe ich. Moment, AMD. Und dann machen wir parallel noch was anderes. Dann gucken wir nochmal auf Hood. Robinhood. Da werfen wir gleich auch nochmal einen Blick drauf. Also wir fangen zunächst mal an mit AMD. Auch ganz besonders AMD möchte ich deswegen herausstellen, weil AMD einfach mal tradingtechnisch wesentlich attraktiver ist als Robinhood. Also Robinhood machen wir gleich als Ergänzung. Robinhood machen wir gleich zum Thema, weil einfach mal sich mehr und mehr herauskristallisiert, was ich schon damals im Hinblick auf den IPO sagte, dass irgendwann dieser spekulative Exzess eventuell zum Erliegen kommt und wenn dann ganz besonders im Kryptobereich, wo sich da einfach eine sehr, sehr starke Nachfrage herauskristallisiert hat, wenn diese beginnt, sich eben nicht mehr wiederzuspiegeln, dass dann das Risiko besteht, dass es dort zu einer schärferen Korrekturbewegung eben kommen könnte, beziehungsweise die Aktie eventuell die Marktteilnehmer realisieren, dass die einfach massiv überbewertet ist. Aber dazu gleich mehr. Trading-technisch ist die deswegen nicht so attraktiv, weil die relativ spready ist. Also so jedenfalls, wie ich sie kennengelernt habe. Mittlerweile gehen ein bisschen mehr Stücke um und dergleichen. Aber die hat doch eine sehr, sehr unangenehme Struktur. Also das ist natürlich jetzt schwer mit wahrscheinlich der aktuell geilsten Trading-Aktie, die es gibt, AMD da in Konkurrenz zu stehen, weil ich das als Referenz nehme. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich heute den Handel ganz klar auf AMD eben fokussieren. Und da gibt es auch ein sehr sauberes technisches Level, was sich herauskristallisiert. Wir haben jetzt in der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass AMD ja einen sehr, sehr starken Run gesehen hat auf der Oberseite und potenziell auch sehr, sehr starke Earnings eventuell in der Lage war, jetzt zu antizipieren, also vorweggenommen hat. Und jetzt kristallisiert sich hier, also das hat sich gestern auch gezeigt, so die 122er-Region meiner Einschätzung nach, die kristallisiert sich gerade als Inflection für heute heraus. Wir haben bereits schon in der Vorbörse, dazu gehe ich mal ganz kurz hier auf meinen Chart, zeige das mal eben, AMD, da. Also wir sehen jetzt in der Vorbörse bereits ein Aufdrehen gegen die, ach so, oh Moment, ich mache mal hier ganz kurz den Kollegen, nehme ich mal wieder raus. Wir sehen in der Vorbörse bereits, dass wir zunächst einmal hier diese 122 doch in der Lage sind zu halten. Also man sieht übrigens die orangefarbene Linie, die habe ich auch hier eingezeichnet. So, da kommt sie her. Ja, das ist die gleiche. Und jetzt haben wir hier gegen die 124, vielleicht ein Stück weit drüber, 124,50er Region, einen ganz interessanten Bereich, weil wir haben gestern erneut sehr, sehr starke Bullishness gesehen und die Earnings, die dann veröffentlicht worden sind, ganz kurz hierzu. Einmal Earnings AMD, starke Earnings, Q3, Revenue 4,31 Milliarden, gegen 4,12 Milliarden erwartet, 0,73 Earnings per Share, US-Dollar pro Share, auch über der Erwartung. Also deutlich besser in Anführungsstrichen als das, was der Konkurrent in dem Bereich vielleicht, wenn man Intel auch als Semiconductor, als Halbleiterhersteller dort ins Feld führt.
Also hat AMD auf jeden Fall überzeugen können, hat einen sehr, sehr starken Earnings Release eben veröffentlicht, hat aber dennoch nicht so bullisch darauf reagiert, weil ein Großteil eben schon eingepreist war vielleicht auch. Also wir sind auch gestern erneut, nachdem wir am Montag zunächst mal einen kurzen Flash gesehen haben, dann aber die 119 haben halten können, 118 beziehungsweise halten haben können, dann haben wir einen sehr, sehr starken Drive über die 120 gesehen, konnten auch sehr stark schließen, hat sich angeboten für ein sogenanntes Second Day Play auch vielleicht. Dann, das Problem war in dem Fall, deswegen haben wir es nicht zum Thema gemacht, weil es einfach kein Earnings-Trigger gab oder keinen fundamentalen Trigger. Wir haben ihn gestern nochmal ein bisschen aufgelegt. Auf der Oberseite sind bis auf Allzeithochs oberhalb von 127 gekauft worden und dann gedroppt und haben unterhalb von WeWork geschlossen. Dann kommen die Earnings, kurzer Spike und alles in allem schließen wir dann allerdings im Bereich um 122. Den Bereich können wir jetzt erstmal halten. Aber nichtsdestotrotz, wenn es jetzt nicht gelingt hier, diesen Bereich um 124, besonders 124,50 rauszunehmen, wir überrollen gegen den Bereich, dann wird es sehr interessant zu sehen sein, ob die 122 hält. Wenn die fällt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich hier ein sehr, sehr schöner Abwärtstrend eventuell sogar etabliert, der uns unter 120 in Richtung der 118er Region führen kann. Nicht unbedingt nur heute, aber vielleicht in den kommenden Tagen. Und das ist auch deswegen so interessant und deswegen mache ich es eben hier zum Thema, weil die Aktie unfassbar liquide ist. Und wie gesagt, unglaublich enge Spreads vorbietet, beziehungsweise hier es dann einfach mal ausgehend von der ATR in Relation dazu ein großes Potenzial gibt, wirklich für so eine Korrekturbewegung. Wir zeitgleich aber mit relativ kleinem Risiko in so einen Trade reinkommen und dadurch eben die Möglichkeit zu sehr, sehr attraktiven Chance-Risiko-Verhältnissen erwachsen. Also 124, 124,50 heute ist Key-Level. Sollten wir das nicht rausnehmen können, sondern überrollen, dann fangen wir an, eine Sequenz fallender Hochs auszubilden. Inflection ist dann die 122 und wenn wir die droppen, wie gesagt, dann könnte in den kommenden Tagen ein Fall unter 120 denkbar sein. Vielleicht entwickelt sich solch eine Trendstruktur auch im Laufe des heutigen Tages. Also das ist durchaus eine Aktie, die sollte man ein bisschen im Hinterkopf haben. Ergänzend dazu hier natürlich mal ein kurzer Blick auf Robinhood. Die ist natürlich absolut steil gegangen. Also steil gegangen hier, der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran. Da gab es ja einen eigentlich recht schwachen IPO. Ich muss das mal ganz kurz hier reinfangen. Also, das ist die Kurshistorie, die ist dann so ein bisschen abgeschnitten. Also, einen relativ schwachen IPO eigentlich hier, der schon so andeutete: Oh, ja, das könnte relativ zügig sehr hässlich werden. Und dann gab es eben einen spekulativen Exzess, der mit Trading Halls und dergleichen gekennzeichnet war, kurz im Anschluss an damals entsprechend den IPO. Also, 29. Juli kann man hier sehen, ist der IPO. Und am 3. August, beziehungsweise dann hier am 4. August, sind wir plötzlich vollkommen wahnsinnig geworden. Also, so. Ja, Spuck-like, Dwok-like, wie von Trump jetzt da, dieser Titel, der da hoch und runter gehypt wird. Und diese Verwerfungen, die allerdings waren nicht nachhaltig, haben dazu geführt, dass wir, da kann man sehen, das war der Schlusskurs von ungefähr um 38, 40 Dollar, hatten wir eine Marktkapitalisierung, die wir ja schon zum IPO eigentlich als relativ hoch erachtet haben, ausgehend vom Umstand, dass die Firma einfach kein Geld verdient bis jetzt, beziehungsweise einen Großteil seines Revenues eben ausgehend vom spekulativen Exzess, besonders im letzten Sommer verdient hat, Tesla und Co. und Optionshandel ganz besonders, beziehungsweise zu Beginn dieses Jahres im Kryptobereich und da ganz besonders eben mit diesem, ja, mit dem. Also das ist kein solider Kryptohandel, sondern einfach reines Gezocke, wenn ich dann Dogecoin mir angucke oder wir hatten gestern ja auch diesen Shiba Coin zum Beispiel. Und was sich jetzt herauskristallisiert, ist, dass dieser Drop in Anführungsstrichen, also zurückgehende Nachfrage in diesem hoch spekulativen Querstrich-Zockerbereich entsprechende Auswirkungen auch auf die Earnings hatte. Wir hatten nämlich gestern, ich fahre mal ein bisschen hier runter, wir hatten hier in dem Zusammenhang eben wirklich echt schwache Earnings und ganz schwache Guidance auch. Also hier kann man sehen, Three Quarter Net Revenue, also drittes Quartal Nettoumsatz, lag bei 364,9 Millionen gegen 423,9 Millionen. Also deutlich unter der Erwartung, 20% runter. Und dann gibt es auch im Statement entsprechend den Verweis, Crypto Activity declined from highs in prior quarter. Also wir haben jetzt im Vorquartal, also im zweiten Quartal dann ganz besonders eben, oder auch im ersten noch, im Ende des ersten Quartals, hatten wir natürlich eine enorme Volatilität gesehen und demnach hat Robinhood davon auch profitieren können. Und genau dieser Exzess, dieser spekulative ist eben zum Erliegen gekommen. Und macht sich sofort bei Robinhood bemerkbar, was wie gesagt dann auch diese Skepsis, die ich schon vor 2, 3 Monaten zum IPO zum Thema machte, beginnt in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Ob das wirklich so ein aussichtsreiches Geschäftsmodell ist, das gilt ganz besonders vielleicht jetzt auch nochmal. Wir sehen auch mittlerweile da politische Entwicklungen in den USA. Da kann man, also da kann man wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also die fangen jetzt an, da irgendwelche Gesetzesvorschläge zu unterbreiten, wo zum Beispiel auch
unrealized gains getaxed werden sollen, also versteuert werden sollen. Also sprich, ihr habt ein Langfristportfolio und ausgehend von diesem wird euer Vermögen mehr oder minder dann festgemacht und auf dieses habt ihr entsprechend Steuern zu zahlen. Jetzt stelle man sich einfach mal vor, man ist beispielsweise, mal sehr plump gesprochen, aber man ist Jeff Bezos. Man hält einfach mal einen Großteil an Aktien, beispielsweise in Amazon oder auch Tesla. Nehmen wir jetzt mal Tesla in dem Zusammenhang und Elon Musk beispielsweise. Man profitiert natürlich massiv von dieser Squeeze, die auf der Oberseite stattfindet. Aber wer hat jetzt denn, ich weiß jetzt nicht, wie hoch dann die Steuerlast für ihn wäre, aber wer hat denn da einfach mal 50 Milliarden US-Dollar Free Cash rumliegen, die er dann nutzen kann, um entsprechend seine Steuern zu begleichen? Was wozu führen wird? Es wird dazu führen, dass dann entsprechend eben bestehende Langfristpositionen solcher Investoren aufgelöst werden müssen, um die Steuerlast begleichen zu können, die natürlich dann beginnen wird, auch weitere Kapitalabflüsse aus den jeweiligen Titeln nach sich zu ziehen, was potenziell eine, in Anführungsstrichen, Verkrüppelung der Wirtschaft nach sich zieht. Denn unterm Strich reden wir hier, besonders bei solchen Investments, die langfristig auf den Weg gebracht werden sind, ja nicht von Zocks, sondern wir reden davon, dass Liquidität von uns als Investoren oder auch von den Gründern der Unternehmen, dass die den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, dass die in neue Technologien investieren, im Falle von Growth-Titeln beispielsweise Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft einfach am Laufen halten. Und wenn wir jetzt dazu dann übergehen, hier auf die unrealisierten Gewinne, weil dem Staat einfach mal die Fälle davon schwimmen und weil sie feststellen, dass ihre ganzen fiskalpolitischen und geldpolitischen Exzesse, die sie da über die Jahre eben forciert und vorangetrieben haben, dass die irgendwie bezahlt werden müssen und dann ausgehend hiervon anfangen, eben solche unrealisierten Kapitalgewinne zu besteuern, Kapital aus der Wirtschaft abziehen, um diese Löcher zu stopfen, in Anführungsstrichen, die sich dort auftun durch diese nicht nachhaltige Politik, die gemacht worden ist, dann können wir uns vorstellen, warum ich davon von Wahnsinn spreche, was auch jeder sofort, glaube ich, nachvollziehen wird. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Also wie gesagt, ich ging aus von diesem Wahnsinn, der da gerade stattfindet. Es ist eben da auch ein Fokus jetzt seitens der US-Politik ist es an der Stelle. Also uns betrifft es noch nicht so wirklich. Wir haben auch schon unsere Erfahrungen hier gemacht, sicherlich mit irgendwelchen absurden Steuergesetzen oder sonst dergleichen. Aber lasst uns das nicht zum Thema machen. In dem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass beispielsweise dieses Payment for Order Flow natürlich in den Verruf geraten ist. Also Robinhood bezieht viel Geld aus dem Verkauf des Order Flows, der über Privatanleger eben generiert wird, an beispielsweise Hochfrequenz-Hedgefonds-Companies oder Unternehmen wie beispielsweise Citadel. Und sobald dieses Modell beginnt eben attackiert zu werden, also oder anders formuliert, Robinhood kann nur deswegen, so wie viele andere Discount-Broker, Neo-Broker oder auch dann Retail-Broker auch im CFD-Bereich, die können einfach einen Großteil dieser kostengünstigen Handelsmöglichkeiten für uns nur deswegen zur Verfügung stellen, weil sie eben unseren Orderflow verkaufen und infolgedessen eben dann ausreichend Revenue und Gewinn produzieren, sodass sie weiter auch im Grunde genommen diese günstigen Handelskonditionen uns zur Verfügung stellen. Wenn dieser Einkommensstrom abgeschnitten wird oder erschwert wird und darauf zielt ja jetzt aktuell die Politik in den USA, beziehungsweise früher oder später wird die eventuell auch hier überschwappen nach Europa, dann wird das dazu führen, dass es uns unglaublich schwer, querstrich teurer gemacht wird, entsprechend eigenverantwortlich aktiv an den Märkten zu handeln, beziehungsweise unsere Investments auf den Weg zu bringen. Warum man das macht? Naja, das ist vielleicht eine andere Diskussion an der Stelle, aber ich glaube, wir haben mehr und mehr jetzt erkennen wir, dass offensichtlich eine unfassbare Abhängigkeit geschaffen werden soll von der Politik querstrich den Regierungen rund um den Globus. Dass bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen, sodass wir unsere gefühlten Rechte, querstrich gottgegebenen Rechte oder Freiheitsrechte eben wahrnehmen können. Und das macht sich eben dann auch im Bereich Finanzen eben durchaus bemerkbar. Was wiederum, jetzt schließen wir uns da ein bisschen in den Kreis, was letzte Woche ja ein Thema war, das hatte jemand unter mein Tutorial geschrieben gehabt, dass es unglaublich schwer wird für ihn mittlerweile trading-relevante Videos zum Beispiel bei YouTube zu finden. Ich denke da dann über den Tellerrand hinaus und denke mir, das wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn ich würde auch hier an dieser Stelle genau diese Quellen eben beginnen zu beschneiden und würde dann eben den Input, den man sich hier als eigenverantwortlicher, langfristorientierter Anleger, auch kurzfristig agierender Trader, der über Marktniveau liegende Rendite plant zu erwirtschaften, seinen Wohlstand zu erhalten und dergleichen, ich würde es dem unglaublich schwer machen wollen, wenn ich ein Abhängigkeitsverhältnis schaffen möchte. Das heißt also, dass dieserjenige, welche eben nicht eigenverantwortlich
verantwortlich hier mit seinen Finanzen umgehen sollte, sondern lieber abhängig von mir ist. Also von der Regierung oder wie auch immer geartet. Ja, das ist natürlich erstmal rein spekulativ, aber ich sag mal, die Anzeichen verdichten sich, dass da solche Abhängigkeiten offensichtlich geschaffen werden sollen. Die können wir alle mitbekommen. Die machen sich an vielen Ecken in unserem täglichen Leben bemerkbar und die machen sich jetzt auch mehr und mehr eben dann sicherlich früher oder später in Bereichen dann der Finanzmärkte bemerkbar, besonders im Bereich Trading. Und genau diese Aussicht auf strenge Regulierung und Restriktionen im Bereich Payment for Order Flow, die sind dann auch etwas, was Robinhood jetzt neben dem Einbruch im Crypto-Trading-Bereich sicherlich früher oder später noch deutlich zu spüren bekommen dürften. Wir sind jetzt in diesem Zusammenhang sehr stark unter Druck gegangen. Also wir sind sehr deutlich von der 40er-Marke abgeprallt. Also das ist man kann hier deutlich, glaube ich, im übergeordneten Chart ja erkennen, das ist auch eine potenziell psychologisch relevante Region, die gebrochen wurde. Und ich gehe mal ganz kurz hier auf den nachbörslichen Handel, wo man das auch schon sehr deutlich erkennen kann. Das sieht auch nicht in der Vorbörse besonders gut aus, dass wir diesen Bereich in der Lage sind, zurückzuerobern. Also wir sind scharf unter Druck geraten, deutlich unter die 40er-Marke verkauft worden, kommen hier so zum Liegen jetzt roundabout um 35. Das dürfte für heute dann auch so ein Key-Support-Level sein. Sobald wir die 35 unterschreiten, und die sollten wir nicht unterschätzen, weil die 35 spielte nämlich beim IPO eine ganz wesentliche Rolle. Das war, die 38 war der IPO-Preis, die 35, das war der Schlusskurs zum IPO-Tag oder die Region um den Schlusskurs IPO-Tag. Das heißt, alle diejenigen, welchen Marktteilnehmer, die vielleicht zu diesem Schlusskurs nach dem initialen Abverkauf hier zum IPO long waren gegen das Niveau, beziehungsweise hier oberhalb von 38 noch guter Dinge waren, die Position längerfristig gehalten haben, die sind eben durch diesen Earnings Release und diesen jetzt sich eintrübenden Geschäftsrückblick eventuell willens, diese Position abzustoßen und dann weiteren Abgabedruck auf den Weg zu bringen, der uns in Richtung der Allzeittiefs führen kann, die hier um 33,50 rund verlaufen, darunter die 33er Region und weiteren Abgabedruck eben tatsächlich auf den Weg zu bringen. Wie gesagt, das ist durchaus ein Titel, den kann man heute auch auf dem Schirm haben. Schlüssellevel auf der Unterseite 35, besonders wenn wir es nicht schaffen, hier die, machen wir es mal rund, 36 zurückzuerobern und uns oberhalb von 36 zu konsolidieren, glaube ich, dann ist Robinhood ein guter Kandidat für die Shortseite für heute und ein Break der 35, Abgabedruck bis 33 und tiefer. In den kommenden Tagen ist dann durchaus eine ernstzunehmende Option. Ja, das also noch zu Robinhood. Jetzt haben wir die Einzeltitel, jetzt werfen wir natürlich noch einen Blick hier ganz kurz auf Gold einmal. Devisen, wie gesagt, können wir uns wieder sparen, ist nicht wirklich spektakulär. Ganz kurz Blick auf den DAX, das sehen wir nämlich hier. Kurzer Flashout auf der Unterseite, da geht es 30 Punkte down und dann werden wir sofort zurückgekauft und handeln wieder um 15,7. Also das unterstreicht dieses von mir erwartete, eher seitwärts ausdriftende Bild nochmal hier an dieser Stelle. Also das heißt, der Abgabedruck, der wird sofort eingefangen. Shortseite ist zwar kurzfristig zu favorisieren, solange wir auch unterhalb des EMAs auf 5-Minuten-Basis traden, aber wir sollten eben als Bären in Anführungsstrichen die Bäume nicht in den Himmel wachsen sehen. Ja, Devisen, wie gesagt, unspektakulär, deswegen werfen wir kurz einen Blick hier einmal auf den Devisenbereich, auf den Gold- bzw. Silber-Chart. Also, das ist die Sequenz jetzt hier, die sich herausgebildet hat. Kurzer Flashout, wir erinnern uns dran, Taper-Spekulation letzte Woche Freitag, zurückgekauft worden. 1800, wir haben allerdings die Hochs nicht rausnehmen können, sondern sind gestern dann plötzlich in den Nachmittag unter Druck geraten. Ich habe erstmal drauf geschaut und dachte mir, als ich auf die Uhr guckte vor allem, als dann dieser Abgabedruck hier aufkam, dachte ich mir so, irgendwelche News über den Ticker gelaufen. Und dann ist mir allerdings aufgefallen, das sind keine News. Also erstmal, weil der Wirtschaftsdatenkalender sowieso dünn war. 14.30 Uhr und die Kerze fängt aber hier schon 14.25 Uhr an. Dachte ich mir, hat das vielleicht jemand vorweggenommen, News Release, geguckt, nichts gefunden. Okay, also, na gut. Einfach Schwäche, hat mich dahingehend natürlich beschäftigt, weil parallel in diesen Flush hier, besonders dann in dem Bruch in den Nachmittag über den US-Handel auf tiefere Tiefs dann nochmal, auch infolgedessen meine Silber-Long-Position mit Bruch unter die 24 entsprechend rausgekegelt worden ist. Und ich habe dann abends hab ich festgestellt, dass wir Verfall haben. Also das Optionsverfall ist, ich habe das mal hier aufgemacht einmal, also das ist jetzt allerdings nicht der Datensatz von heute, sondern an der Stelle gucken wir uns hier die Zahlen an, die jetzt geupdatet sind schon bereits. Und ich gebe mal ganz kurz hier den Link in die Chatbox, den Link auch für die, die sich die Aufzeichnung anschauen. Options/CME findet ihr in der Chatbox unterhalb dieses Videos.
in Verbindung mit dem runden Level, welches hier unterbrochen oder unterschritten worden ist. Also sprich die 1800er-Marke, die auch nicht hat zurückerobert werden können. Also ganz interessant, schaut euch die Price Action an. Also ich glaube, das ist entlarvend, in Anführungsstrichen. Da siehst du den Flush, also wir haben sowieso ja schon leichten Abgabedruck gesehen. Und dann brechen wir eben hier unter die 1800. Das ist das obere Niveau an der Stelle. Ja, also diese obere horizontale pinkfarbene Linie. Flushen. Sehen nochmal einen kurzen Bounce und rollen punktgenau gegen die 800 über und haben dann tiefere Tiefs markiert. Und dass die 1800 in dem Zusammenhang eben gebrochen worden ist, lässt Rückschlüsse darauf zu, dass da ihr entsprechenden Stillhalter meiner Einschätzung nach einfach Gold zu diesem kleinen Verfall oder kleinen Verfall generell nicht oberhalb von 1800 haben sehen wollen, um dieser entsprechenden Verpflichtung hier Gold dann zu 1800 physisch liefern zu müssen, sofern die physisch ausgeübt werden, eben um dann hier entsprechend aktiv werden zu müssen. Und das spiegelt sich in dem Kursverlauf wieder, was natürlich jetzt gerade stört, in Anführungsstrichen, ist, dass wir nach diesem dann jetzt eingesetzten Verfall hier keine Rückeroberung, keinen Versuch anstreben, die 1800 zurückzuerobern, sondern uns unterhalb hier eben dieser gebrochenen Trendlinie entsprechend stabilisieren können. Sicherlich im Bereich um eine wichtige Unterstützungsregion, 1780, 1785. Mal schauen, ob das gelingt, gegen diesen Bereich nochmal aufzudrehen. Die sind aber sehr dünn. Also aktuell ist es nicht mehr so attraktiv, long zu sein in Gold. Sieht eher so aus, als wenn wir einen erneuten, fehlgeschlagenen Versuch, die 1800 zu erobern, jetzt zu sehen bekommen erstmal. Und erstmal rangegebunden weiter uns hier seitwärts präsentieren. Ein ähnliches Bild, wenn auch leicht bullischer, zeigt aber auch Silber, was mich dann, aber was wiederum erklärt, warum ich eben hier an der Stelle nicht mehr long sein möchte. Jedenfalls jetzt, aktuell jedenfalls nicht. Sondern mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht hier ein kurzes Top zu sehen bekommen. Mal gucken, ob die 23,50 dann in der Lage ist, gehalten zu werden. Ich bin auf jeden Fall durch diesen Bruch unter die Trendlinie hier, bin ich entsprechend ausgestoppt worden. Also, das heißt, mein Trade, den ich hier auf den Weg gebracht hatte gegen die 23,20, hatte ich eine erste Teilgewinnmitnahme hier in den Push in die 24er Gefilde auf den Weg gebracht. Stimmt das überhaupt? 23, doch, ich glaube ja, doch, das war hier in diese Gefilde. Dann habe ich nochmal einen nächsten Spike hier oben um 24, ziemlich genau im Hoch, also punktgenau fast schon, muss ich sagen, das gefällt mir ganz gut. Habe ich eben nochmal eine Teil gegeben und der Rest der Position ist eben jetzt hier durch den Flush in diesem Bereich ausgestoppt worden. Also alles in allem sehr, sehr profitabler Trade. Nichtsdestotrotz sieht es erstmal danach aus, als wenn jetzt diese Gegenbewegung hier zum Erliegen kommt. Mal schauen, wie gesagt, ob wir die 23,50 eben halten können. Könnte man dann hier sehen, vielleicht mit einem Retest dieser Abwärtstrendlinie nochmal, gegen die wir dann eventuell erneut aufdrehen, aber wie gesagt, das mache ich erstmal abhängig davon von der jeweiligen Price Action. Aktuell ist das eher jetzt ein neutrales Treiben nach dem Bruch dieser Trendlinie und steht diesem ursprünglich eigentlich als Momentum Trade hauptsächlich aufgesetzten Trade so ein bisschen entgegen, tatsächlich. So, also 23,50 für Silber von Interesse und final noch ein kurzer Blick hier auf Bitcoin. Drop unter die 60. Da gab es ja zwei Möglichkeiten und Szenario 2 mit dem nicht bullischen Ausblick ist es geworden. Ich hätte gesagt, nach dem Bruch hier dieser Trendlinie ist die Aufwärtssequenz jetzt erstmal gebrochen. Jetzt wird von Interesse sein, ob der Bereich hier um rund 62.000 gehalten werden kann. Der konnte gehalten werden, gestern in den Abend hinein noch. Wir haben diverse Versuche gestartet, aber da hat man schon erstmalig gesehen, das sieht nicht so stark aus wie in der jüngsten Vergangenheit. Da erwartest du nämlich relativ zügig auch Nachfrage gegen diesen Bereich und dann Push hier über diese identifizierbare Widerstandsregion um 63,5. Der ist ausgeblieben. Ein klares Signal eigentlich, dass wir dann uns eher wieder zurück in diese Range bewegen. Da ist dann der Schlüsselbereich, unser potenzieller Stop-Bereich auch, den ich gestern zum Thema gemacht hatte, um die 60. Zwei, ja, 60.000er Region, 60.200er Region, die jetzt gebrochen worden ist. Das ist jetzt kein Beinbruch, das ist vielleicht auch eine gesunde Korrekturbewegung, die wir zu sehen bekommen, ausgehend nämlich von diesem jüngsten Run hier von rund 40.000, rund ungefähr auf neue Allzeithochs. Das sind Aufschläge von über 50% innerhalb von roundabout einem Monat, sogar weniger gewesen. Die Wahrscheinlichkeit durch den Fall jetzt unter die 60 und auch einen Tagesschluss unterhalb des Niveaus macht denkbar, dass wir nochmal eine tiefere Korrektur zu sehen bekommen, die uns vielleicht in Richtung 50, vielleicht auch ein Stück weiter drunter führt, was ich dann langfristig wieder interessant fände. Also gegen diesen Bereich könnte ich mir durchaus vorstellen, Bitcoin nochmal als Long in Betracht zu ziehen. Spekulativ, ja, also nicht irgendwie hier Altersvorsorge oder sowas oder als Inflationshedge, sondern eben spekulativ. Aber ich glaube, dass wir eher nochmal einen Run auf der Oberseite sehen, wobei niedrigere Niveaus um 50.000 vielleicht als Einstiegsregion da ganz interessant sind. Vielleicht auch ein kurzer Push unter dieses Niveau eben.
Ja, gut. Das wär's soweit, wäre es das meinerseits gewesen. Ja, dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt aus dem Morning Meeting. Also, ich wünsche euch Happy Trading für den heutigen Handelstag. Wie gesagt, habt AMD auf dem Schirm, 122, ganz interessantes Level. Und seht die Bäume volatilitätstechnisch nicht in den Himmel wachsen. Wie gesagt, der DAX deutet schon an, dass da, wenn überhaupt, Impulse seitens der US-Märkte kommen, sofern es überhaupt welche gibt. Earnings Season weiterhin sehr, sehr solide, wirklich ein Impuls auf der Unterseite, auch wenn man ihn erwarten darf und es absolut legitim ist, es zu sehen, diese Möglichkeit im Hinblick ganz besonders dann auf eben anziehende Zinsen beispielsweise, Inflationserwartungen, die steigen, aber sieht nicht danach aus, als wenn sich das aktuell bemerkbar macht. Also demnach Cherry-Picking angesagt, in Anführungsstrichen, was sich da trading-technisch anbietet. Wie gesagt, AMD könnte interessant sein, Tesla könnte interessant sein mit Drop unter die 1000, sofern sich dann entsprechend widerspiegelt. Und ja, soweit meinerseits. Also, Happy Trading, passt auf die Subs auf, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Und morgen 10:30 Uhr am Donnerstag, dann den 28.10. hören wir uns auf jeden Fall wieder hier gemeinsam mit Markets. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut, bis dann und tschüss.